So, damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier bei Imperium. Und naja, so richtig gut war diese Ausbeute jetzt nicht, aber ich hatte schon gesagt, wir werden es jetzt ein bisschen umbauen. Wir werden jetzt gucken, dass wir da ein kleines Schiff machen. Genau, wir werden das jetzt soweit fertig machen, dass wir ein kleines Schiff haben, mit dem wir ins Wetter fliegen können. So, hier haben wir die Triebwerke, das ist ja schon mal okay. Also ich brauche jetzt dann einen Starterblock für ein kleines Raumschiff. Ein Treibstofftank, ein weiterer wäre nicht schlecht. Vielleicht ein mobiler Konstruktor. Ja, geben wir mal einen Auftrag. Frachtbox wäre noch ganz okay. Das ist für ein großes. Ja, die hier. Genau, dass wir da zwei Stück von dabei haben. Scheinwerfer sind auch immer gut. Wir brauchen definitiv Sauerstofftanks. Nehmen wir zwei Stück. Eine Sauerstoffstation wäre rein theoretisch auch nicht verkehrt, dass wir Sauerstoff auftanken können. Also brauchen wir die auch. So. Ein kleiner Kühlschrank für Nahrung. Generator und hiervon zwei mit. Wir brauchen viel Energie auf jeden Fall. Ich habe keine Lust, dass wir dann zwischendrin da hängen und auf einmal nicht mehr zurückkommen. Das wäre echt bescheuert. Okay. Ein Cockpit-Block brauchen wir noch. Heute habe ich keinen mehr. Und dann am besten irgendwie ein Triebwerk. Ja, machen wir zwei von den größeren. Wir haben hier die... Ist das schon M? Ne, wir haben S. Das sind dann die M. Das sind die großen. Das heißt, die können wir dann auch für andere Sachen noch mitnehmen. So, Fahrwerk. Ja, machen wir zwei Stück drunter. Okay. Das heißt, da haben wir schon ziemlich viel. So, den brauchen wir erstmal als allererstes, ne? Das ist klar. So, das heißt, ich fange dann auch die... Also ich baue das hier unten, weil ich werde erstmal viel Platz brauchen. Genau. Dann... Achso, hier. Wo habe ich denn den... Ah, das habe ich noch gar nicht gemacht. Genau, Jetpack erstmal aktivieren. Das ist wichtig für den Fall der Fälle. Ah, das ist... Okay. Das schon mal hier reinnehmen. Ja, welchen nehmen wir denn? Welches Cockpit... Irgendwas Hübsches wäre mal gut. Oder was anderes vielmehr. Das hätte auch was. Das mal so zu machen. Machen wir mal. Ja, sieht gut aus. Gefällt mir. So, das heißt, das könnte man dann durchaus so lassen. Dass man sagt, wir gehen hier ein bisschen in die Breite, wegen den ganzen Geräten, die wir da haben.
Genau. Da werden wir dann noch Rolltore für nehmen. So, das heißt, ich brauche erstmal was für die Frachtboxen und für die Treibstofftanks, weil die müssen ja, also zumindest muss ein Tank öffentlich zugänglich sein, damit ich da entsprechend rankomme. Das heißt, die werde ich dann einfach hier hinstellen, dann kann ich die auch verdecken. Ja, das ist okay. Die sind dann direkt dahinter. Und dann machen wir hier die größtmöglichen Frachtboxen, ist ja egal, welche von beiden wir da nehmen. Ja, auch Platz sparen, machen wir das dann halt entsprechend so. Genau. Kann ich darauf zugreifen? Munitionskisten habe ich hier, glaube ich, nicht mehr gesehen, ne? Naja, wir haben zwei Generatoren, das ist gut. So. Ja, je mehr Strom, desto besser. Den brauchen wir. Den Konstruktor, den können wir von der anderen Seite dann dran packen. Das heißt, den Konstruktor lege ich jetzt hier hin. Das ist eh, das ist halt riesig, ne? So, das heißt, dann kommt das hier hin. Haben wir schon die Munitionskiste? Nee, ne? Hatte ich gesagt, ja, aber nicht. Ah, den Kühlschrank haben wir schon mal. Das ist gut. Der kann dann dahin. Die Sauerstoffstation. Okay, dann müssen wir das dann hier doch wegnehmen. Genau, dass wir dann halt Sauerstoff auftanken können. Ne, wenn dann halt welcher drin ist. So. Auf dem RCS brauche ich ja nicht zugreifen. Das ist nicht so wichtig. Wobei, das könnte dann dahin, oder? Ja, die Munitionskiste fehlt halt noch. Das heißt, dann packe ich den RCS jetzt einfach dahin. Okay. Gut. Munitionskiste noch basteln, falls ich die noch nicht in Auftrag gegeben habe. Nee, habe ich noch nicht. Die ist es genau. Und sonst irgendwas? Ne, eigentlich nicht, ne? Haben wir eigentlich jetzt alles da, was wir brauchen. So. Ja gut, Waffen brauchen wir noch. Waffen. Aber das machen wir noch. So, erstmal Energie. Ja, sagen wir nur. Nur 70%. Okay. Sauerstofftanks. Siehst du, die müssen auch noch zugänglich sein. Ja, haben wir jetzt auch. Sehr schön. Sauber. Ja, denn ich muss mich ja. Also ich muss ja entsprechendes auffüllen können. Ne? Dann holen wir jetzt erstmal was zu futtern. Das packen wir dann da in den Kühlschrank rein. Ja, den Mais zum Beispiel. So, das lassen wir auch mal umwandeln. Was haben wir hier noch? Ah, nichts Besonderes. So, jetzt sind wir auch erstmal satt. Sehr schön. Nahrungsmittel. Ja. Ja, und wenn wir das jetzt mitnehmen, dann haben wir auf jeden Fall ausreichend Nahrungsmittel dabei, bin ich der Meinung. Ja, das reicht dann. Was ist das eigentlich? Ne, nicht so wirklich wichtig. Macht die Panzerung voll mies. Okay, einer geht noch. Sauber. So. Ups. Strom ist ran, oder? Jetzt ist Strom an.
jetzt? Ach, so richtig gekühlt sieht es jetzt nicht aus, aber ich vertraue da einfach mal drauf. Okay. Das machen wir so. Das heißt, die hier nehme ich auch wieder weg. Ja, sieht irgendwie besser aus, finde ich. Gerade wenn wir dann halt das Rolltor da haben. Sehr schön. Beziehungsweise kann ich das auch so machen. Ah, gerade eine Idee. Ich nehme mal die Drohne dafür. So, das heißt, hier machen wir das so. Ja, also mache ich gleich noch anders. Das ist erstmal nur als Platzhalter gedacht. Jetzt für mich die Stahlblöcke. Mist. Also Stahlblöcke in Auftrag geben. Yippie. Ah, das sollte jetzt ja nicht so das Thema sein. Vielleicht wären Tragflächen auch nicht verkehrt. Ah, machen wir mal. Die beiden großen Triebwerke. Ja, die sind echt riesig, ey. Ja, so gefällt mir das, glaube ich, ganz gut, wenn wir die hier oben drauf machen. Ja, ich denke, das passt, oder? Ja, du müsstest. Ja, hier kommt dann die Tragfläche dran, okay. Warte, dann habe ich schon eine Idee. Genau. Und dann kommt hier dann praktisch dann dieses Triebwerk drauf. Was, so oder so? Ich glaube so, ne? Ja, sieht am besten aus. Hammerhart, ey. Das hat mal Power. Nein, das wollte ich doch gar nicht. So, ich wollte gerade sagen, da sind noch welche übrig. Mal gucken, Triebwerke haben wir schon mal für den Vorwärtsflug. Jetzt brauchen wir noch die Tragflächen. Ah, die Blöcke werden natürlich nicht reichen. Nee, auf keinen Fall. Wobei, wir könnten es jetzt so kompakt halten, ne? Ist jetzt nicht so dramatisch. Ich glaube, ich nehme die hier. Ja, das sieht irgendwie ganz gut aus. Ja, klein, kompakt, man kann hier ran entsprechend, ne? Da kommt, wie gesagt, jetzt das Rolltor noch davor. Oh, die Rolltore. Aber erstmal muss das jetzt hier so geschützt werden. Ich das. Nee, das passt nicht. Gibt es da nicht noch andere? Ja, das hier. Das sieht ganz gut aus.
So, hast du RCS, das heißt, hier kann auch zu. Und hier entsprechend auch. Ja, wunderbar. Und da kommt dann das Rolltor rein. Ja, die müssen Schub geben, das ist der Wahnsinn. So, wunderbar. Das heißt, ich nehme jetzt aber erstmal die hier weg. Mhm. Weil jetzt muss ich ja die kleinen Triebwerke. Genau, die verstecken wir dann auch so da drin entsprechend. Das heißt, das hier kommt auch weg. So. Das sieht schon mal ganz okay aus. Und dann haben wir jetzt noch diese hier. Die würde ich dann für die seitliche Navigation nehmen. Ja, das heißt dann... Ja, und zum Bremsen dann halt noch zwei Stück, ne? Mhm. Machen wir das so. Dann sieht das auch ganz hübsch aus. Ja, sehr schön. So, und hier muss dann eigentlich nur zugemacht werden. Würde ich sagen, nehmen wir das hier auch. Und dann einfach hier. Dup, dup. Genau. Und das müssen wir dann auch noch kurz hier entsprechend umranden. Aber dann haben wir zumindest alles drin. Dann, ja gut, Rolltore, genau, Rolltore nicht vergessen. So. Erstmal noch davon 20, vorsichtshalber. Mhm. Ja, Scheinwerfer. Darf ich auch nicht vergessen. So, erstmal das dann noch zumachen. Genau. Und wie mache ich jetzt hier dann den Umbruch? Nee, damit nicht. Wo haben wir denn diesen Block? Ist das der hier? Nee, der hier eigentlich, oder? Nee, es sieht irgendwie nicht richtig aus. Ist es auch nicht, oder? Naja, doch, aber ich will ja den anderen haben. Ist das nicht der hier? Ja. Der ist das. Genau, dann nehmen wir wieder den. Wobei, halt. Da ich nicht mehr da rankomme, also ich glaube ich jetzt nicht so ganz, nehmen wir jetzt erstmal das hier. So. Okay, nee, das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Muss ich jetzt die normalen Blöcke nehmen, okay. Wow, ist auch okay. So, und dann einfach nach oben, zumachen, fertig ist. Wie viel haben wir denn? Okay, das reicht natürlich auch noch nicht. So, die Rolltore hatte ich noch nicht mitgenommen. Die können wir auch nochmal. Ja, ich denke mal, so 20 Stück vorsichtshalber. Jetzt haben wir zwar hier 8 Stück, aber. Sagen wir, es soll nochmal ein paar machen, genau. So, nehmen wir erstmal die 12 Stück mit.
Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. In dem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zogger.